Hallo, hier ist Ritter van Bier und willkommen zu einem etwas anderen Video. Doch bevor dieses etwas andere Video nun beginnt, möchte ich die Gelegenheit einmal nutzen, um Danke zu sagen für 160 Abonnenten. Ich habe es immer noch nicht hinbekommen, dass YouTube mir Benachrichtigungen schickt, wenn neue Abonnenten kommen. Könnte eventuell daran liegen, dass man das irgendwie anders einstellen kann. Keine Ahnung. Ich freue mich riesig. Und zur Feier des Tages werden wir uns nun einmal komplett in dieses etwas andere Video reinstürzen, was ich für euch vorbereitet habe. Denn ich war ja vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen um genau zu sein, für 2 Wochen in den schottischen Highlands Mutterseelen alleine unterwegs und habe mich dort der Aufgabe gestellt, den West Highland Way zu beschreiten. Und habe dabei richtig schön verkackt. Aber dazu nachher mehr. Jedenfalls habe ich während dieser Reise auch das erste Mal in meinem Leben ein kleines Reisetagebuch geführt, wo ich spezielle Dinge, die während meiner Reise passiert sind, aufgeschrieben habe. Und dann dachte ich einfach, hey, daraus könnte man doch ein lustiges Video machen. Ich bin durch sehr viele geschichtsträchtige Orte gegangen. Da kann man doch bestimmt irgendwas zu erzählen. Und, oh ja, das konnte man. Und damit willkommen zu Ritter van Biers Highland Vlog. Oder so. Keine Ahnung. Ich muss mir das mit dem Titel nochmal ein bisschen genauer überlegen. In welchem euch ich von meiner Reise durch die Wildnis der schottischen Highlands berichte. Viel Spaß. Zu Tag 1 kann ich nur sagen, dass ich mich nicht mehr an viel erinnere und auch nicht viel wirklich mitbekommen habe, weil mein Gehirn zu dem Zeitpunkt meiner Ankunft in Glasgow ungefähr zu vergleichen war mit einem Pfund gehackten. Es ging gar nichts mehr. Und so musste ich in diesem Zustand auch noch raus aus Glasgow. Das Dumme ist, ja, wie macht man das jetzt? Es war ein reines Abenteuer. Vor allem die Fahrt mit Bus und Bahn. Hier in Deutschland ist man es ja gewöhnt, dass alle 5 Minuten der Bus sagt, nächste Haltestelle, Krankenhausstraße. Ist da nicht so? Da sind nicht so große Schilder, wo drauf steht, Haltestelle, und sowas. Keine Ahnung. Da sagt dir auch keiner durch, wo du bist. Oder wo du jetzt aussteigen musst. Oder irgendwas. Du steigst in den Bus ein und wenn du auf den Knopf nicht drückst, ja, da war es das halt. Da bist du halt vorbeigefahren und du weißt es nicht einmal als Tourist. Ja, es war ein reinstes Abenteuer und dann bin ich irgendwann gegen 3 in Mulgay, was Milgavy ausgesprochen wird, weil die Schotten wollen mich ärgern anscheinend, gelandet. Hab mich dort ein wenig orientiert. Mulgay ist im Übrigen auch der Start zum West Highland Way, also genau da, wo ich hin musste. Und als ich da so dastand und mir diese schöne kleine Tafel durchgelesen habe, die erklärt, was es mit dem West Highland Way auf sich hat, setzte sich eine ältere Dame mit ihrem kleinen süßen Hund neben mich auf die Bank und der Hund bellt mich an. Ich lächel den Hund an, drehe mich zurück zur Tafel und die Alte sagt, oh, don't worry, that's just some antisocial rack. Ja, erstmal als asozial beleidigt werden. Sehr schön, top. Glücklicherweise konnte ich Mulgay dann auch sehr schnell verlassen. Der Weg führte mich erstmal ein großes Stück durch eine Parkanlage und dann in einen dunklen Wald und dann über weite Felder mit ganz viel Dammwild, bis meine Beine dann keinen Bock mehr hatten und ich mir eigentlich die nächstgelegene Stelle zum Zelt aufschlagen suchen wollte, landete dann aber, Gott sei Dank, auf einer Campsite genau am Fuße der ersten Berge der schottischen Lowlands. Was im Übrigen eine sehr geile Aussicht war. An Tag 2 bin ich dann erstmal gegen 10 Uhr morgens aus meinem Zelt rausgekrochen und wurde von dem süßen kleinen Hündchen, der Besitzer der Campsite, begrüßt. Und als ich mich dann aufmachte in die Lodge, die auf der Campsite drauf war, also das Hauptgebäude, da hat es mich beinahe vom Stuhl gewedelt. Du kommst da rein und überall Jagdtrophäen und mit Silber und Gold verzierte Jagdtrophäen. Und dann kommst du in dieses Esszimmer rein, eine riesige Tafel mit einem Buffet und Kaffee und allem drum und dran. Es war himmlisch. Und als ich dann wohl gestärkt und frisch geduscht endlich mal gegen Mittag losgelaufen bin nach Drimmen, was die erste Etappe war, aber ich habe die in 2 Etappen geteilt, weil, ne,
Da habe ich mich dann erstmal zweimal verlaufen, weil der West Highland Way wollte, dass ich über ein Privatgrundstück laufe, was ich nicht darf. Und dann wollte ich durch Google Maps irgendwo durch den Busch und ach egal. Jedenfalls war ich dann auf einer Schnellstraße auf dem Weg zur Glengroyne Distillery. Vorbei an haufenweise Feldern mit haufenweise Schafen und Fasanen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Fasane gesehen. Und die Dinger, die sind nachts arschlaut. Und an der Glengroyne Distillery angekommen, hat es mich dann von der Schnellstraße, Gott sei Dank, wieder runter auf den West Highland Way geführt, wo ich aber über eine Schafsweide klettern musste, also stapfen musste und über Zäune klettern. Und als ich dann endlich mal am Tor angekommen bin, das mich zum West Highland Way führte, habe ich mich erstmal vollkommen zum Obst gemacht, weil ich mitsamt dem Tor beim Rausheben auf die Fresse geflogen bin, schön nach vorne gekippt, ich auf das Tor und auf mich drauf mein 20 Kilo Rucksack. Und genau in dem Moment kamen zwei Wanderer. Und nachdem die sich kaputt gelacht haben, haben sie mich dann erstmal gefragt, ob es mir gut geht. Sehr nette Menschen. So zog es mich dann an einer ehemaligen Bahntrasse lang zum Beechtree Inn, was eine schöne kleine Kneipe oder Restaurant direkt am West Highland Way ist. Wunderschön, da hast du streichelt so mit Tieren. Du kannst merkwürdige Dinge essen, zum Beispiel Fritten mit Obstsalat, Krautsalat, Salat und einem Haufen Cheddar-Käse. Und dazu natürlich ein Guinness. Und nach einem ausgedienten schönen Essen zog es mich dann endlich mal weiter, die alte ehemalige Bahntrasse lang, bis ich dann endlich mal auf Straßen getroffen bin. Yay! Natürlich wieder Schnellstraßen, die ich an sich 5-mal überqueren musste und dabei einmal beinahe überfahren worden wäre. Dann sah ich endlich mal irgendwann auf einem Hügel Drimmen, meinen nächsten Anhaltspunkt. Es war erst gegen 5 und da hatte ich eigentlich den Plan gehabt, ob ich in diese halbe Etappe nicht noch die Etappe für den nächsten Tag mit reinnehmen kann. Das wäre dann die Strecke von Drimmen nach Balmaha am südlichen Ufer vom Loch Lomond. Aber, wie das Schicksal es so wollte, fing es, gerade als ich Drimmen erreicht hatte, an zu schütten wie aus Kübeln. Und da dachte ich mir, ja scheiße, ich bin jetzt schon in der Campsite vorbeigelaufen. Die war ungefähr 1 Kilometer vor Drimmen und ich wollte nicht nochmal umdrehen, dann wäre ich ja klitschnass geworden. Aber glücklicherweise fand ich ein wunderschönes kleines Hotel mit einem Zimmer frei für mich und meinen Rucksack. Und das war das Winnock Inn. Ein Hotel aus dem 18. Jahrhundert und so sah es auch aus. Es war im Stadtzentrum von Drimmen. Das nannte sich The Square und bestand nur aus solch alten Häusern. Und ich hätte mir in den Arsch beißen können am nächsten Tag. Genau von mir gegenüber, von meinem Hotelzimmer, befand sich der älteste Pub Schottlands. Und ich habe mir am Abend noch überlegt, gehst du dahin, gönnst du dir mal was? Nee, du wirst später noch die Chancen haben, an irgendeiner Kneipe anzuhalten oder irgendwas. Und hab dann lieber Fernsehen geschaut. Kleine Planänderung zum Loch Lomond hat's nicht mehr gereicht. Also damit meine ich die Energie und draußen hat's übel angefangen zu schiffen. Ja, deswegen habe ich jetzt ein Bett. Und da hängt ein Bild von einer Ente an der Wand. Das ist geil. Am nächsten Morgen habe ich natürlich mal wieder erstmal ausgeschlafen, weil ich wollte mich heute nicht zu anstrengen, denn ich hatte Geburtstag. Bin erstmal einkaufen gegangen, hab den Fernseher angemacht, mich hingefleht, Kaffee getrunken und Nudeln gegessen. Sehr gesund. Und gegen Mittag zog es mich dann auch endlich mal nach Balmaha, aber nicht zu Fuß, denn ich wollte es ja nicht stressig angehen lassen, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dort befand ich mich dann erst einmal am Denkmalpark von Tom Ware. Das war ein Typ, dem das Wandern in Schottland so wichtig war, dass er fast sein ganzes Leben damit verbracht hat, das Wandern in dem Land zu fördern. Sehr schön. Und nun war ich auch am südlichsten Ufer von Loch Lomond. Und mein Weg führte mich Gott sei Dank auch schön am Ufer des Lochs entlang, wo ich erstmal die größte Zeit damit verbracht habe, nach Steinen zu suchen, die hübsch aussahen, weil ja, Steine sind halt schon cool, ne? Ich fand natürlich auch ein paar, bin dann weitergelaufen und kam in ein eher waldiges Gebiet mit sehr vielen Hügeln und steinernen Treppen und kaputten Holztreppen, wo man lang musste.
Yay! Im Übrigen führte mich mein Weg nach Rovardnan, wo ich eigentlich campen wollte. Eigentlich. Aber es gibt eine wunderschöne kleine Regelung am Loch Lomond, die seit 2017 existiert. Diese besagt, ja, du darfst am Loch Lomond nicht zelten. Auch nicht wild campen. Also du darfst zelten, es gibt ausgeschriebene Campsites, aber einfach mal wild campen, das geht nicht, weil du könntest ja Scheiße bauen. Ja, also musst du dir alles genau einplanen, wie du läufst. Und so musste ich Richtung Rovardnan, kam dann auch an, hab gehofft, da wäre irgendwo eine Campsite. Aber da war keine Campsite, das einzige, was da war, war ein Jugendhostel. Wo ich dann dachte, nee, hier penne ich, nee. Mit fremden Leuten in einem Zimmer schlafen, das war nicht ganz meins. Aber glücklicherweise hatte das Hostel eine sehr große Getränkekarte, sag ich jetzt mal, mit allerlei lokalen trinkbaren Köstlichkeiten. Und ich sag mal so, ne, das Wetter, das war top. Und so saß ich dann genau am Ufer vom Loch Lomond auf einem kleinen Holzsteg gemeinsam mit zwei anderen Wanderern, die ich da kennengelernt habe. Ja, wir haben uns dann erstmal schön durch die Getränkekarte gekostet. Der Abend wurde immer lustiger. Doch irgendwann fiel mir ein, ach verdammt, ich wollte ja noch was machen. Ich hatte nämlich für diesen Urlaub eine kleine Liste vorbereitet mit Dingen, die ich in Schottland unbedingt mal machen wollte. Und auf dieser Liste stand unter anderem auch am Loch Lomond Flöte spielen. Denn es gibt ja das Lied Loch Lomond, welches vom Loch Lomond handelt, wer hätte es gedacht. Und nun war ich da, am Loch Lomond, mit zufällig meiner Flöte. Und ich muss dazu sagen, es klang nicht allzu schlecht, es klang aber auch nicht allzu gut, weil Ritter van Bia kann nicht gut Flöte spielen. Noch dazu war ich dermaßen aus der Puste und kaputt vom ganzen Laufen des Tages. Und ich hatte schon ein halbes Mal 3/8 auf dem Kessel. Also ja, viel Spaß.